Ich habe mir gerade die Donald Trump-Wahlsiegrede angeschaut und ich zitiere jetzt mal einen Satz daraus, okay? For every civilian, I will fight for you on every day. In der Art, für jeden von euch da draußen, er meint die Amis, werde ich jeden Tag kämpfen. Habt ihr so etwas schon mal von einem Olaf Scholz gehört? Von einer Angela Merkel? Von irgendjemand in Deutschland? Also ich nicht. Und genau deswegen bin ich zwar überglücklich, dass ein Donald Trump gewonnen hat, aber ich kann mir nur bedingt vorstellen, wie es sich anfühlt, eben einen Präsidenten wieder zu haben, der die Interessen von einem selber in den Vordergrund stellt. Sowas hatten wir gefühlt seit, ja, seit wann eigentlich? In Deutschland nicht mehr. Versteht ihr? Und genau dieses Gefühl will ich wieder haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe keine Lust mehr auf diese fremdbestimmte Politik, auf dieses, wir müssen jeden retten, wir müssen alles tun, aber deutsche Interessen? Rechts und so. Genau deswegen habe ich heute so ein gutes Gefühl, auch wenn er natürlich für die Amis spricht, der Herr Trump, aber es wird Zeit für eine Änderung, auch in Deutschland. Diese Aufbruchsstimmung, die müssen wir mitnehmen und endlich mal wieder jemand wählen oder jemand im Vordergrund haben, der deutsche Interessen bedient, damit man auch mal wieder dieses Gefühl hat, wir sind es wert, wir Deutschen. Es wird sich etwas ändern, weil so kann und darf es nicht weitergehen. Und ich hoffe zutiefst, dass diese Ampelregierung wirklich dahin geht, wo der Pfeffer wächst und dass die Deutschen klug genug sind, um dann jemanden zu wählen, der es besser macht. Und alle, die jetzt wieder kommen, oh mein Gott, Wahlen bringen eh nichts, das will ich heute nicht hören. Ich feiere heute diese Aufbruchsstimmung und genau dieses Gefühl sollten wir mit uns tragen, denn wir sind die Änderung, ja? Merkt euch das. Und genau dieser Impuls gerade, den so viele Menschen da draußen verspüren, diese Hoffnung, die gilt es weiterzutragen, auch in Deutschland. Meine persönliche Meinung. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Und ansonsten wie immer, kommt hier vorbei für alternative News. Ja?